Today, I want us to look into what Paul actually admonished us to do. Und heute möchte ich gerne, dass wir das schauen, was Paulus uns gebetet hat, zu machen. In the book of Colossians, in Kolosserbrief 3 from the verse number 1. Ab Vers 1, Kolosser 3 ab Vers 1. So there are some few words. Da sind einige Wörter, that Paul asks every believer to do. Wo Paulus jedem Glaubenden fragt, dass sie tun sollten. You know, he begins by telling us. Also er fängt damit an, uns zu sagen. By using a consequential if. Und dabei benutzt er das Wort wenn. You see, if in the sense of a consequence. Und das Wort wenn ist als wäre schon eine Voraussetzung etabliert. You see, we can look at if from two perspectives. Also wir können das Wort wenn aus zwei Gesichtspunkten sehen. Number one, as a possibility. Das erste kann man sagen, es ist eine Möglichkeit. You know, a condition. Es ist eine Voraussetzung. But the second perspective of if. Aber die zweite Sicht, der zweite Gesichtspunkt des Wortes wenn. Is as a consequence. Ist gerichtet als ein Ergebnis, etwas, was passiert ist. As a result of what has already happened. Also als Ergebnis dessen, was schon geschehen ist. And so Paul says, if ye then be risen with Christ. Und Paulus sagt, wenn ihr mit Christus, mit dem Christus auferweckt worden seid. So, as a consequence of you being risen with Christ. Also als Ergebnis, dass ihr mit Christus auferweckt worden so seid. So Paul is saying that. Paulus sagt dann, that there is a consequence of what Christ did on our behalf. Es gibt eine Schlussfolgerung zu dem, was Christus an unserer Stelle für uns vervollständigt hat. He's announcing to us that Christ did not rise from the dead alone. Er sagt uns, er kündigt uns an, dass Christus ist nicht auferweckt allein. So we resurrect with him. Wir wurden mit Christus gemeinsam auferweckt. And so everything that Christ in his resurrection. Everything that he is in his resurrection. Also alles, was Christus ist in seiner Auferstehung, is attributed to you and I. Ist dir und mir gezählt worden. And so we resurrect with Christ. Also wir sind mit Christus auferweckt. And then he continues. Und er geht weiter. He says, seek those things which are above. Also dann sollt ihr suchen alles, was droben ist. Where Christ seated on the right hand of God. Und zwar da, wo Christus sitzt, wo Christus ist, zu Rechten Gottes. He says, seek those things which are above. Dann sagt er, so, sucht, was droben ist. Where Christ seated. Wo der Christus ist. On the right hand of God. Sitzen zu Rechten Gottes. Gottes. So the question is, also die Frage bleibt, how can we seek that which we don't know? Wie können wir denn das suchen, was wir selber nicht kennen? So, in order for us to seek that which is above, damit wir das suchen, was droben ist, we must know that which we are seeking. We must know that which we seek. Also dann, wir müssen schon erkennen, was wir suchen. And so the first thing here. Und die erste Sache hier. The first clue that Paul gave to us as information. Und die erste wichtige Information, die Paulus uns gegeben hat. He tells us where the things above are. Er hat uns gesagt, wo die Sachen oben sind. He says, which are in Christ. Christ who is seated at the right hand of God the Father. Nämlich die Sachen in Christus, der selbst im Rechten Gottes sitzt. So the things that are above. Also die Sachen drüben. They are in Christ, who is seated at the right hand of God the Father. Sie sind in Christus, der selber sitzend
zu Rechten Gottes ist. And so Paul, using this type of language, und Paulus, wenn er so eine Art und Weise von Gespräch benutzt, he's trying to tell us, er möchte uns damit sagen, that the things above, dass die Sachen droben, they are in Christ. Sie sind in Christus. And Christ is sitting. Und Christus selbst sitzt at the right hand of God the Father. Zu Rechten des Vaters Gott. In other words, anders gesagt, he's trying to let us understand, er möchte, dass wir verstehen, that the things above, die Sachen droben, they are the things that relates to the very attributes, the very nature of God. Das sind die Sachen, die einfach direkt mit Gottes Natur, mit Gottes selbst zusammen in Verbindung gebracht werden sollen. Because the posture of sitting connotes rest. Denn die Position, dass Christus sitzt, zeigt uns einfach eine Position der Erholung. It talks about satisfaction. Eine Position der Zufriedenheit. It talks about fulfillment. Eine Position der Erfüllung. So everything that is from above, also alles, was von droben ist, is fulfilling, ist erfüllt, is complete, ist vollkommen, is satisfied, ist zufriedenstellend, is sufficient, ist auch genügend. Now this is another type of things. Aber das sind andere Art von Sachen. And so Paul says that should we seek. Und Paulus sagt, diese Art, diese andere Art von solch von Sachen sollten wir suchen. And so when we talk about sitting, und wenn wir von Sitzen reden, we are making reference to the last stage after work. Wir reden von der letzten Stufe nach der Arbeit. You see, after work, nach der Arbeit, we sit. Was machen wir? Wir sitzen. And so we realize that Jesus, here Paul is making reference to the redemptive work of Christ. Und wir können ja durch diese Ausrede von Paulus sehen, dass er möchte uns einfach noch zeigen, dass redemptiv, das Werk Christi. Amen. Am Kreuz. You see, so Jesus Christ, Jesus Christus, he went through different stages, ist durch verschiedene Stadien gegangen, to redeem us, um uns zu erkaufen, from fear, aus dem Angst, from sin, aus der Sünde, from lack, aus dem Mangel, from everything, und von allen, that troubles man, was den Menschen einfach Unruhe gebracht hat. And so that is why in the epistle of Paul, und darum in diese Paulus Briefen, he actually explain to us these different stages. Hat er uns diese verschiedene Stufen erklärt? Number one, he says Christ was crucified. Als erster wurde Christus gekreuzigt. That was a stage in which you and I, the whole humanity, was crucified das with ist, him. Das ist das der Stadium, wo die ganze Menschheit, du und ich, mit Christus gekreuzigt worden waren. Our sin, our fear, unsere our Sünden, lack, unsere Ängste, auch unsere Mängel. And that's not been sufficient. Und das war nicht genügend. It says he died. Er ist dann gestorben. And then he was buried. Danach wurde er begraben. And so these are all the stages through which Christ went through. Und das sind alle die Stadien, wodurch Christus gegangen ist. Where he identified with our problems. Womit Christus sich mit unseren Problemen, unseren Herausforderungen identifiziert hat. And so from God's perspective. Und aus Gottes Gesichtspunkt. You and I, we are called to acknowledge. Du und ich, wir sind berufen, das anzuerkennen. That our fears has been buried. Nämlich unsere Ängste wurden alle begraben. Our failures have been buried. Unsere Misserfolge wurden alle begraben. Our experiences, which are, you know, our sad experiences, has been buried. Unsere Erlebnisse, diese schreckliche Erlebnisse, sie wurden auch begraben. But God purposed something before even the foundation of the world. Aber Gott hatte etwas bezweckt, auch vor Grundlegung der Welt. That we may all enjoy. Damit wir alle genießen können. And so
the same God, und der gleiche Gott in Christ, in Christus, he quickened those things. Er hat uns auf, er hat diese Sachen auferweckt. He quickened love. Er hat die Liebe auferweckt. He quickened goodness. Er hat die Güte auferweckt. He quickened sufficiency. Er hat das Genugtun auferweckt. He quickened peace and joy. Er hat Friede, er hat Freude auferweckt. And then he raised us up. Und er hat uns alle auferweckt. And then he sits down at the right hand of God the Father. Und sitzt nun auf der rechten des Vaters. You see, when we talk about the right hand, und wenn wir von rechten Seite des Vaters reden, we're talking about the place of power. Wir reden von Ort der Macht. And so Jesus Christ, also Jesus Christus, he's the custodian of all powers today. Ist heute der heutige Träger aller Mächte. You see, if we don't understand all this, und wenn wir das alles nicht verstehen, we will not understand what Paul is trying to say to us. Können wir auch nicht verstehen, was Paulus uns hier in dieser Kolosserbrief 3 erklärt. So he says, seek those things. Also er sagt, wir sollen ja die Sachen suchen. The things which are in the place of rest. Die Sachen, die an der Stelle der Ruhe sind. The things which are above. Die Sachen, die von droben sind. In other words, these are not things which relates to human's fall. Nämlich alle Sachen, die nicht direkt mit menschlicher Natur direkt zu tun haben. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. So in order for us to seek that which is above, also damit wir die Sachen aufsuchen, die von oben sind. Amen. Amen. We have to seek the one in whom those things are in. Also wir müssen denjenigen suchen, der alle diese Sachen verkörpert. Which is Jesus Christ. Und das ist Jesus Christus. Amen. Amen. And so if all the thing that we are all seeking after, also wenn all die Sachen, wonach wir suchen, are in Christ, in Christus sich befinden, now we ask ourselves, dann fragen wir uns, where is Christ? Wo ist denn Christus? Where is the Christ that embodies the things above? Wo ist der Christus, der alles, was droben ist, in sich verkörpert? Amen. Amen. Because we are to seek those things. Denn die Sachen sollten wir suchen. But Paul says those things are in. Aber Paulus lässt uns wissen, die Sachen sind in. A person. In einer Person. And that person is in the place of rest. Und diese Person sitzt in der Ruhe. And so we must find out, also wir müssen herausfinden, where that person is. Wo befindet sich der Christus? So that we can do the seeking rightly. Damit wir auch die Suche richtig machen können. So the whole scripture, und die ganze Schrift, especially the writings of Paul, besonders die Briefe Paulus, he tells us, er sagt uns, that Christ is in you. Er sagt uns nämlich, dass Christus in dir ist. So in other words, anders gesagt, Paul was saying that seek that which is in you. Paulus sagt uns nichts anderes als dass wir suchen sollten diese guten Sachen, die in uns sind. So the things above, also die Sachen von droben, they are in you. Die sind in dir. Because Christ is in you. Denn Christus ist in dir. And the things above is in Christ. Und die Sachen droben sind in Christus. So if we don't understand it this way, und wenn wir das nicht in der Art verstehen, we think that Paul is saying that we should look above and that's over the skies. Dann können wir denken, wir müssen immer die Augen auf den Himmel richten und da vorne irgendwo auf welche Kilometer nach irgendwas suchen. Amen. Amen. All the good things of life. Alle Güte des Lebens. Your satisfaction. Deine zufriedenstellend. Your potential. Dein Potenzial. Your peace. Dein Frieden. Your righteousness. Deine Gerechtigkeit. Your fulfillment. Deine Erfüllung. Your joy. Deine Freude. Is in you. Das alles befindet sich in dir. Glory be to God. Aber Vater. That is the real power. Und das ist die richtige Kraft. That is the right hand of God the Father. Und das ist die rechte Hand Gott der Vater. Hallelujah. Glory be to God. Amen. 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 So all that which is above, also alles was von droben ist, God has buried within us. Gott hat das in uns versteckt. And so today, und heute,
Jesus Christ, Jesus Christus, from within us, aus uns heraus, wants to manifest all those things. Möchte das alles hervorbringen. And so Paul said, und Paulus sagt, he says, seek those things, such das, which are above, was droben ist. Amen. Halleluja. So how do we seek? Und wie suchen wir danach? That which is already in us. Das, was schon in uns ist. So that is now the question. Und das bleibt die Frage. How do we seek? Wie suchen wir denn? It is simple. Es ist sehr einfach. By acknowledging. Indem wir erkennen. That which we have already. Das, was wir schon besitzen. Now remember. Bitte you cannot euch, you cannot seek what you don't know. Du kannst nicht das suchen ohne einen richtigen Grund. Also was suchst du? Dann musst du immer wissen, was du suchst. So if you don't know what you are seeking, wenn du nicht weißt, wonach du suchst, it makes no sense. Das hat doch keinen Sinn. To seek. Was zu suchen. And so that is why the gospel will always present to us. Und deshalb präsentiert uns das Evangelium immer. The finished work of Christ. Das fertige Werk Christi. That which Christ has accomplished for you and for I. Das, was Christus für dich und für mich vervollständigt hat. Now we need to come to understand. Also wir müssen verstehen, that every quest that man is questing after. Alle Fragen, wonach sich der Mensch sehnt, eine Antwort zu bekommen. God has answered. Gott hat die Fragen schon beantwortet. Everything we do on earth. Alles. Unser Zweck hier auf Erde. We are questing for one thing. Wir haben nur eine Frage gestellt bekommen. For love. Von der Liebe. For peace. Von Frieden. For joy. Von Freude. For righteousness. Gerechtigkeit. And all these things. Und das alles. God has already given to us. Hat uns Gott schon gegeben. That we must know. Und das müssen wir erkennen. Because if we don't know, denn wenn wir das überhaupt nicht erkennen, how can we acknowledge? Wie können wir das dann annehmen? Amen. Amen. So the first stage is to know that. Also die erste Sache ist, dass das uns bewusst ist. The second stage is to know where those things are. Und die zweite Sache ist zu wissen, wo wir sie finden. Amen. 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 We know God has brought happiness. Wir wissen, dass Gott zufrieden, also Glück gebracht hat. Love, joy, peace. Er hat Liebe, er hat Freude, er hat Friede gebracht. Through Jesus Christ. Und zwar durch Jesus Christus. That is the first revelation. Das ist die erste Offenbarung. But where are they? Okay, wo sind sie denn? That is the second one. Und das wäre die zweite Offenbarung. And so it is not sufficient to know those things. Und das reicht nicht zu wissen, ja, es gibt Friede, es gibt Glückseligkeit. But we must know where they are. Aber wir müssen auch herausfinden, wo die sind. They are in you. Nämlich, sie befinden sich in dir. Amen. Amen. Hallelujah. Aber Vater. Glory be to God. Amen. Now, this is an information. Also, das ist eine Information. That God gave to Paul. Die Gott Paulus gegeben hat. He says, no, you don't need to come to heaven. Also, er sagte, du musst nicht zum Himmel kommen. To enjoy the benefits of what Christ accomplished for you and I. Sozusagen sterben, nachdem du alles Gutes gemacht hast, um dann erst im Himmel zu kommen und dann zu genießen, was Gott für dich schon vervollständigt hat. Amen. Amen. God cut the heaven journey short by bringing heaven into us. Gott hat die Reise zum Himmel so kurz gemacht, dass er uns den Himmel zu uns gebracht hat. Amen. Aber Vater, look at yourself and say, schau dich heaven hin. Is in me. Und sag nämlich, der Himmel befindet sich in mir. You see, I always say that. Ich sage immer, if you want to hide something from man, wenn du etwas einem Menschen verstecken möchtest, you want to make it a little bit difficult for him. Nämlich du möchtest das ein bisschen herausfordernd für ihn machen. Put that which he is seeking in him. Ich verstecke es in ihm drinnen. He will never get there. Er wird niemals drin, drauf kommen. Because we have the tendency to just look outside. Warum? Weil der Mensch hat diese Leichtigkeit, immer die Suche von alle Umstände äußer ihm zu anzufangen. Oh, he's better than me. Oh, es fängt schon mit Vergleich an. Der eine ist besser als ich. He has what I don't have. Oh,
Er hat etwas, was ich nicht habe. Oh, he's peaceful. Oh, er sieht so glücklich aus. He's friendly. Oh, er ist immer so freundlich. But all what you're looking and you're envious of is already in you. Aber das alles, wonach du suchst bei dem Nachbarn, bei dem Freunde oder wenn auch immer, diese ganz gute Eigenschaften befinden sich auch in dir. Amen. Amen. That's why Paul was never a religious man. Und darum war Paulus nie ein religiöser Mensch. He says God is in you. Er sagte klar, Gott ist in dir. Amen. Amen. So every of his statement. Also alles was er dann sagte. He's telling us. Er sagte uns, that what we desire from God, das was wir von Gott möchten, God has made available to us, Gott hat es uns verfügbar gemacht, and he has placed it within us. Und wie hat er das gemacht? Er hat es in uns hereingestellt. And so, the only way we can then seek that which is above. Und die einzige Art und Weise, wie wir die Suche von Sachen, die droben sind, ist to acknowledge them. Nämlich, dass wir sie anerkennen, annehmen. Halleluja. Aber Vater, glory be to God. Amen. Acknowledge peace. Wir müssen den Frieden annehmen. Acknowledge love. Wir müssen die Liebe annehmen. Amen. Amen. Now, remember very well. Aber erinnere dich ganz genau. You see, when I talk about things, und wenn ich von Sachen spreche, I'm talking about qualities. Ich rede von bestimmten Eigenschaften. I'm not talking about object. Ich rede nicht von Objekten, von Because physischen this, Objekten. This is not what Paul is talking about. Denn Paulus redet hier nicht über Autos oder irgendwas Physikalisches. So when you go to where Christ is seated, denn wenn du dich dahin befindest, wo Christus sitzt, you won't see a car. Du wirst kein Auto sehen. You won't see a house. Du wirst keinen Palast sehen. Das kann ich euch schon sagen. Amen. Ja. Halleluja. Amen. You won't see the physical things that you may desire. Du wirst kein Diplom sehen. Du wirst etwas, was du ein Art, also was du gezeichnet hast oder wie auch immer. Das wirst du alles nicht sehen. Amen. So you will only experience. Aber du wirst etwas erleben. The nature of God. Und zwar die Natur Gottes. The essence of your being. Du wirst etwas erleben, nämlich deine wahrhaftige Identität. Because when you accomplish that, denn wenn du das vervollständigst, then you can see below. Dann kannst du unten schauen. You can go after cars with a satisfied, a peaceful, a joyful heart. Dann kannst du zu den Sachen, so wie Autos oder ich weiß nicht Frau oder ich weiß nicht Haus sehnen, und zwar mit ein Herz, das vollständig ist, das zufrieden ist, der voller Liebe ist. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. God wants us to live on earth. Gott möchte, dass wir auf Erde leben. On the premise of completeness. In einer Art und Weise, wo wir annehmen unsere Vollständigkeit in Christus. Fulfillment. Unsere Zufriedenheit in Christus. Sufficiency. Unsere Genugtuung, unsere Zufriedenheit, Genugtuung in Christus annehmen. Because nothing that is below. Denn das alles, was unten ist, will never make you satisfied. Wird uns hier zufriedenstellen können. Will never give you true peace. Wird uns hier Frieden geben können. There is no true joy. Es gibt keine wahrhaftige Freude in the things below. In den Sachen, die auf Erde sich befinden. So that is why he says as a consequence. Und deshalb hat er gesprochen über das Wort wenn als Schlussfolgerung. That you reason with Christ. Und zwar die Schlussfolgerung, dass du mit Christus auferweckt worden bist. Seek those things which are above. Also such danach das, was droben ist. Where? Und zwar wo? He says, where Christ. Er sagt genau dahin, wo Christus ist. Seated on the right hand of God. Und da sitzt Christus an rechtens Vaters. Amen. Amen. And the Christ that is sitting, und der Christus, der da sitzt, has ceased from his work, hat sein Werk vollendet. As a result of his sitting, als Ergebnis, dass er heute sitzt, he has ushered in
peace, joy, fulfillment, sufficiency forever. Hat er uns die Türen aufgemacht zu Friede, Freude, Zufriedenheit, alles und zwar ewiglich. And the Christ, und der Christus, who is sufficient, der vollständig, der genügend ist, who is peaceful, der friedlich ist, has come and reside in you. Ist gekommen und wohnt in dir. Glory be to God. Aber Vater. Hallelujah. Amen. And so therefore, also deshalb, he says, set your affection. Du sollst dein Denkweise. Set your affection, the verse number 2. Also dann jetzt auf Vers 2 von Kolosser Kapitel 3. He says, set your affection on things above, not on things on the earth. Wir sollen dann Sinn, also er sagt Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, let your affection be on the things above. Also unsere Gesinnung soll auf die Sachen, die droben sind, sich befinden. Let your feeling, let your emotion. Unsere Emotionen, unsere Gefühle. Let your sentiment. Also alles, was wir so spüren. Let it be on the things above. Das soll auf die Sachen droben bestehen. Amen. Amen. And so when he says above, don't look up, look within. Und droben bedeutet nicht da im Himmel auf nach wie viele Kilometer, sondern schau in dir drin. Hallelujah. Aber Vater. Amen. Amen. I have to remind you back because it's automatic. When they say above, you just look up. Ja, ich möchte euch dran erinnern, wenn ich von oben sage, ich sage nicht, schau in den blauen Himmel, schau in dir hinein. Halleluja. Aber Vater. I tell you, there is unlimited peace within you. Ich sage dir, es ist einfach eine ganz große unzählige Menge an Frieden in dir drin. Amen. Aber Vater, there's a place of no stress within you. Es gibt eine Stelle, wenn du dich genügend reinschaust, dann wirst du eine Friede finden. Halleluja. The place of healing. Es ist ein Ort, wo du deine Heilung bekommst. Wholeness. Wo du deine Vollkommenheit empfängst. And so Paul says, set your affection. Und Paulus sagt, du sollst danach sehnen. Let your emotions. Lass deine Emotionen. Be on the things within. Sich darin richten in den Sachen, die sich in dir befinden. Halleluja. Aber Vater. Not on your stories. Nicht auf deine Geschichten. Not on your history. Nicht auf deine Vergangenheit. Not on what people have abused you in the und past. Und nicht mal über das, womit die Leute dich ausgenutzt haben. It says, no, set your affection. Es sagt, schau in dir drinnen. On things within. Und zwar auf die Sachen, die sich in dir befinden. And not things below. Und nicht auf die Sachen, die sich auf der Erde befinden. Amen. Aber Vater. You see the language Paul uses here. Also wir sehen ja die Sprache Paulus. Because the things below are the things external. Denn die Sachen auf Erde, das sind alles, was wir so betrachten können, sehen können. Amen. Aber Vater. Halleluja. Amen. So we seek by acknowledging. Und zwar, wir suchen, indem wir was anerkennen. And then we set our affection. Und dann müssen unsere Sinn, unsere gesamte Gedanken on that which is already within us. Darauf liegen, auf die Sachen, die sich schon in uns befinden. Amen. Aber so what is preventing us? Also, was möchte er uns hier genauer sagen? Or what is preventing, was hindert uns? Und was ist das, was uns davon hindert? You see, to experience that which is already in us. Was hindert uns denn, das zu erleben? Diese Freude, diese Genügen, diese Vollkommenheit, was ist das, was uns hindert, einfach anzunehmen, dass wir das alles haben? These are the things below. Das sind alle Umstände um uns herum. Amen. Amen. Now,
Let me just make this statement. Ich muss einfach diese Aussage treffen. Every man that walks the face of the earth. Alle Menschen hier auf Erde. We have been ushered into a new dispensation. Uns wurde eine neue Zeitära gegeben. Through the resurrection of Jesus. Und zwar durch die Auferstehung Jesus. And through his resurrection. Und durch seine Auferstehung. He has brought all mankind. Hat die ganze Menschheit into the place of rest. In einer Stelle der Ruhe. And that place of rest. Und diese Position means that man has got peace. Bedeutet, dass der Mensch in sich Friede trägt. Joy. Dass der Mensch in sich Freude trägt. Fulfillment. Dass der Mensch in sich Vollkommenheit Happiness. Trägt. Dass der Mensch in sich, also einfach Glücks trägt. All this has been given to man. Das alles wurde dem Menschen gegeben. And so God has placed it within man. Und Gott hat das in uns Menschen gestellt. So the question is, also die Frage bleibt, is why is man not experiencing that which is his essential nature? Warum kann der Mensch seine wahrhaftige Identität nicht richtig ausleben? Because every man you see, denn die meisten Menschen, die du siehst, any man you see around, alle Menschen, die du um dich herum no siehst, matter what he is, egal was er ist, how he looks like, egal wie er aussieht, that man is a package, dieser Mensch ist ein Paket of infinite peace und zwar unbestimmter Friede, unbestimmter Freude. Amen. Aber Halleluja. Vater, every man. Alle Menschen hier auf Erde. But the question is, why are they not experiencing? Aber die Frage bleibt trotzdem, warum sehen sie so aus? Warum erleben sie das nicht? Warum leben sie das nicht aus? You see, we are trying to experience that which they are by looking on the things that are below, the things that are external to them. Und wir haben versucht zu erleben, das, was sie sind, indem wir einfach uns fokussiert haben auf die Sachen, die auf Erde sich befinden, auf deren Umstände, äußerliche Umstände. Amen. Aber Vater, Halleluja. Amen. That's just the little problem. Und das ist das kleine Problem. It's not a big one. Es ist nicht das große. Halleluja. Amen. Glory be to God. Amen. You are peace. Du bist Friede. You're looking for peace. Und dann schaust du nach Frieden. In the things that you acquire. Und zwar in den Sachen, die du dir kaufst. Amen. Beispielsweise. You see, you engage yourself in acquiring. Also thinking that the more you possess, the more you consume things to yourself, the more you add them to yourself, the better you become. The greater peace you enjoy and the joy you will experience. Also du fängst schon an, deinen Frieden, deine Zufriedenheit zu sozusagen zu erhalten in den Sachen, die du hier auf Erde siehst. Du möchtest vielleicht viele mehr Sachen kaufen. Du möchtest vielleicht mehr Engagement anderen Menschen gegenüber haben, mit der Hoffnung, daraus deinen Frieden zu erhalten. Amen. Amen. Halleluja. Glory be to God. Amen. Thank you, Jesus. Danke, Herr. So the simple message God is communicating to us. Also die einfache Botschaft, die Gott uns heute gibt, is that relax. Ist einfach. Bleib ruhig. Everything you're seeking after. Alles, wonach du suchst, is in you. Ist schon in dir drin. You need to acknowledge. Du musst das muss dir bewusst sein und du musst es annehmen. But you cannot acknowledge, aber das kannst du nicht, if you don't have the knowledge of them, wenn dir davon nicht bewusst ist. And so I'm one of those who have been sent to give you the knowledge of that which is in you. Und ich als Pastor David bin einer davon, der gesandt wurde, um dir diese Erkenntnis zu geben. Amen. Aber Vater, Halleluja. Amen. You may not like it. Ach, vielleicht magst du das nicht. Because you want me to tell you that you will be blessed. Denn du möchtest, dass ich dir sage, oh, du wirst irgendwann mal gesegnet sein. I'm going against that. Going against what Paul is saying. Wenn ich so eine Aussage treffe, dann würde ich gegen Paulus Ausrede gehen. No.
Nein. You are blessed. Du wirst nicht irgendwann gesegnet. Du bist gesegnet. You need to know that you are blessed. Und du musst davon überzeugt sein. You are special. Du bist besonders. You need to know that you are special. Und diese Erkenntnis musst du haben. Amen. Aber Vater, you don't need anybody to boast your personality and say, look, you are special because you this, because he said it and everything. No. Also du brauchst nicht, dass irgendeiner vor dir steht und fängt an dir zu sagen, wer du bist, was du bist und dann das zu fühlen. No. Nein. You're special. Du bist es. Because Christ lives in you. Einfach weil Christus in dir lebt. And Christ. Und Christus. Is the package of everything. Ist das Paket alles Guten Gottes. Amen. Aber Vater, remember what Paul tells Philemon. Erinnere dich an das, was Paulus an Philemon gesagt hatte. You know, in Philemon 1, the verse number 6. In Philemon 1, Vers 6. He says that the communication of your faith may become effectual. Philemon. Ja. 1, Vers 6, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. By the acknowledging of every good thing that is in you in Christ Jesus. Ich werde es wiederholen. Also Paulus hat in dem Brief an Philemon gesagt, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde, und zwar wie in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Amen. Verstehen wir? Halleluja. Amen. It says that the communication of your faith, die Gemeinschaft deines Glaubens, become effectual, dass es wirklich Gesicht annimmt, by the acknowledging, und wie? In der Erkenntnis. The acknowledging. In der Erkenntnis. The epignosis. In der Annahme, the exact knowledge of the good things that I need. Dass wir die richtige, die genaue Erkenntnis haben von den guten Sachen in uns. Amen. Aber Vater, which are in Christ Jesus. Und zwar im Hinblick auf Christus. Glory be to God. Aber Vater. So every good thing. Also alle guten Sachen. Every blessing. Alle Segen. Everything that satisfies. Alles was zufrieden stellt. Everything that fulfills. Alles was erfüllt. Everything that causes us to be sufficient. Alles was uns dazu bringt, einfach genügend, uns genügend vollkommen zu stehen. They are the good things in you. Das sind Sachen in dir drin. Glory be to God. Aber Vater. Thank you, Lord. Danke, Herr. And so you and I today. Also du und ich heute. We are called to acknowledge. Wir sind berufen anzuerkennen. Amen. Aber Vater. And so whenever we hear the gospel. Und jedes Mal, wenn wir das Evangelium hören. We're hearing the knowledge of God. Of every good thing that are in us. Wir nehmen einfach, uns ist einfach bewusst von der gesamte Guten, die sich Güten, die sich in uns befinden. And therefore we acknowledge them. Und deshalb nehmen wir sie an. So faith is not God, is not you doing something to trigger God's reaction. Also Glaube bedeutet nicht, dass du eine Aktion provozierst, dass Gott dazu bringt, no, dir was zu zeigen, zu geben. Faith. Nein, is Glaube acknowledging that which God has already done. Ist einfach, dass du anerkennst, das was Gott schon für dich getan hat. So it is God's action. Also das sind Gottes Handlungen. That we benefit from. Und davon nehmen wir Profit. That's why Jesus is seated. Und darum sitzt Jesus. He's finished his work. Er hat sein Werk vollendet. The Father is satisfied. Der Vater ist zufrieden. The Father is fulfilled. Der Vater ist erfüllt. And so the fulfilled state. Also diese Erfüllung. State of Christ. Diese Position Christus. Is on that premise that we begin to live. Das ist die Voraussetzung, wovon Paulus gesprochen hat. Und von diesem Gesichtspunkt fangen wir an zu erkennen. Halleluja. Aber Vater, glory be to God. Amen. So when you are here on earth. Also wenn du hier auf Erde bist. You are resolute. Dann musst du erkennen. You are determined. Dann musst du dich entschließen. Because you are not in a competition with anybody. Weil du bist nicht in ein Kampf mit irgendeinem. So you being above or below a person. Ob du
in deine Umstände, äußerlichen Umstände, drüben oder unter einer Person oder hinter oder vor einer Person stehst, will not bring any fulfillment to you. Nee, das bringt dir gar keine Erfüllung. Amen. Amen. It's an illusion if you think that way. Es ist eine Illusion, wenn du das Gefühl hast, dadurch, dass du nicht Analphabet bist, du bist besser als derjenige, der Analphabet ist. Just be resolute. Aber du musst einfach erkennen, and work out your salvation, wer du bist, und diese Errettung einfach verkörpern. Amen. Aber Vater, because the things above, denn die Sachen, die droben sind, they are the things of your salvation. Das sind die Sachen deiner Errettung. Work them out. Also lebe sie aus. The things above, die Sachen droben, they are the things of the new man. Das sind Sachen von der neuen Mensch. Amen. Aber Vater, so know those things. Erkenne sie an. Acknowledge them. Nimm sie an. And you will express the new man. Und dann wirst du der neue Mensch auf Erde auch erleben. And so Paul said, und Paulus sagt, the verse number 3. Vers 3. He says, ye are dead. Vers 3 von Colossian. Von Kolosser. He says, ye are dead. And your life is hid with Christ in God. Es sagt dann, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja. Aber Vater, glory be to God. Aber Vater, it says, ye are dead. Ihr seid gestorben. So everything that defines you, alles, was dich hier äußerlich definiert, everything that you know about you, alles, was du über dich weißt, as regards to the below world, as regard to the earth, also alles, was du, womit du dich definierst in Bezug auf diesen Umstände, wo du dich befindest, in Bezug auf die Sachen, die sich auf der Erde befinden, it says they are dead. Paulus sagt, sie sind alle gestorben. Amen. Aber Vater, that person that you don't like, diese Person, die du nicht magst, those experiences that you've gone through in life, diese Erlebnisse, die du im Leben durchgegangen bist, that whenever it comes to your memory brings a lot of depression, und wenn auch immer du dich daran erinnerst, dann kriegst du eine Depression. He says, ye are dead. Er sagt, ihr seid gestorben. Amen. Aber Vater, simple. Einfach. You don't need deliverance. You just need to acknowledge that you are dead. Also du brauchst da keine extra Handauflegung. Du musst nur erkennen, dass diese Umstände sind gestorben. Amen. Aber you Vater, are dead. Du bist gestorben. He says your life is hid with Christ in God. Und euer Leben, dein Leben, mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja. In Gott. So Paul is saying to us, also Paulus sagt uns hier, that the revelation of Christ, dass die Offenbarung Christi, is actually the unveiling of the identity of the believer. Ist nichts anderes als einfach, dass wir die Identität des Glaubens erfahren. Amen. Aber Vater, so if you want to know who you are right also now, also wenn du wissen möchtest, wer du bist jetzt, Christ needs only to be revealed. Christus, du brauchst nur die reveal himself to be. Wir sehen das Bild, womit Gott sich offenbart. Amen. Amen. Glory Amen. Be to God. Hallelujah. And so if you are to know yourself, und wenn du dich selbst kennenlernen möchtest, you must know God. Dann musst du Gott kennenlernen. So the knowing of yourself, also das Erkenntnis deines Selbst, of your possession, das Erkenntnis, das alles, was du besitzt, of your potential, das Erkenntnis dessen, was du machen kannst, dein Potenzial, is tied to knowing God. Ist einfach damit gebunden, über das Erkenntnis Gottes. Halleluja. Aber Vater, so everything we do, also alles, was wir tun, is to know him, ist ihm zu erkennen. And that's why in the book of the Psalmist said, und darum sagt der Psalmist, that God is our hiding place, dass Gott unser Zufluchtsort ist. Amen. Aber Vater, so you are hid, du bist in ihm. Amen. Amen. You are concealed in du God. Bist in ihm festgeschlossen.
Halleluja. Aber Vater. And so if anything is to happen to you, und egal was dir geschehen sollte, it has to pass through God. Das soll durch Christus geschehen. Amen. Amen. That's so simple. Und das ist doch einfach. You see, the gospel is so simple. Das Evangelium ist so einfach. So simple. Es ist so einfach. If anybody is to harm you, also wenn einer dir wehtun möchte, he has to pass through God. Ja, er muss erstmal Gott wehtun. Hallelujah. Aber Vater, it's as simple as that. Oh, es ist so einfach. You don't need anything. Du brauchst nichts weiteres. You just need to acknowledge this truth. Du musst nur diese Wahrheit annehmen. By knowing that the you that you define yourself through things is dead. Indem du erkennst, dass dein Wesen, womit du dich definierst, durch vielleicht das, was du erreicht hast, vielleicht was du besessen hast, ist gestorben. Thank you, Lord Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Amen. 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 So Paul says, if then. Und Paulus sagt, wenn ihr nun. It's risen with Christ. Wenn ihr nun mit Christus auferstanden sei, auferweckt worden sei. Seek those things. Which so, are above. So was droben ist. Where Christ is sitting on the right hand of God the Father. Und zwar wo der Christus ist, sitzen zu Rechten des Vaters. So set your affection on the things above. Sinn auf das, was droben ist. Not on things on the earth. Und nicht auf das, was auf der Erde ist. For ye are dead. Warum? Denn ihr seid gestorben. Amen. Aber Vater. And our life. Und euer Leben. Is hid with Christ in God. Ist mit Christus in Gott verborgen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Aber Vater. Let's lift up our hands. Lass uns bitte unsere Hände erheben. And just thank Him. Lass uns dem Vater danken. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus.